wartet. Wären, Torek, ihr lebt. Dafür habt ihr keinen Dank verdient, Kasimir. Diesen Namen benutze ich nicht mehr. Ich bin Erandur, Priester von Mara. Ihr seid ein Verräter. Ihr habt uns zurückgelassen und seid geflohen, bevor das Miasma auf euch wirken konnte. Nein, ich hatte Angst. Ich war nicht bereit zu schlafen. Ich habe genug von euren Lügen. Ich kann nicht zulassen, dass ihr den Schädel zerstört, Priester von Mara. Dann lasst ihr mir keine Wahl. Bei ihrer Füße... Ich kannte Wären und Torek. Sie waren meine Freunde. Ist das die Strafe für meine Vergangenheit? Ist es Maras Wille, mich so zu quälen? Nein, hört nicht auf sie. Aus ihren Mündern kommen nur Lügen und Täuschungen. Hätten wir ihnen beim Befreien des Schädels geholfen? Hätten sie damit in ganz Himmelsrand Chaos angerichtet. Sie mussten sterben. Es wird Zeit. Wir müssen den Schädel zerstören. Wenn ihr einen Schritt zurücktretet, führe ich das mir von Lady Mara gewährte Ritual aus. Zuerst eine Beschwörung, um die Barriere zu entfernen. Ja, meine Tochter? Wie kann ich euch helfen? Kommt, wir müssen zum Schädel und ihn zerstören. Ich rufe euch an, Lady Mara. Der Schädel hungert, er sehnt sich nach Erinnerungen und fügt ihnen neue Albträume hinzu. Gewährt mir die Kraft, diese Barriere zu durchbrechen und den Schädel in die Tiefen des Reichs des Vergessens zu schicken. Er betrügt euch. Wenn das Ritual vollendet ist, wird der Schädel frei sein. Und dann wird sich Erandur gegen euch wenden. Schnell! Tötet ihn jetzt! Tötet ihn und beansprucht den Schädel für euch. Vermina befiehlt es euch. Wie kann ich euch helfen? Kommt, wir müssen zum Schädel. Für Lady Mark! Ja, ja. Genug, das reicht! Ja! 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 Spüre Maras Güte. Das war gar nichts. Gnade!
Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar etwas für mich. Die Albträume in Dämmerstern haben aufgehört. Führer seine Wache dazu beigetragen.